zurück ist. Ah, das Beste, was die Drachengarde zu bieten hat. Unterhalten wir uns. Ja, das können wir gerne machen. Sei. Es ist schön, euch wohlbehalten und auf den Beinen zu sehen. Nach unserer Flucht von Drachenholm hätte man meinen können, ihr wärt tot. Dann ist es also wirklich vorbei. Wir haben Karl Grontid getötet. Wir haben es geschafft, meine Freundin, und Tamriel steht tief in eurer Schuld. In eurer und in der von Abnur Tarn. Dieser alte Kampfmagier sei verdammt dafür, dass er den Helden spielen musste. Er hat eine Explosion eingedämmt, die Elsweyr in Asche verwandelt hätte. Doch musste er sich dafür umbringen lassen? Tarn hat uns alle gerettet, doch ich frage mich, was als nächstes kommt. Was es auch sein mag, wir werden bereit dafür sein. Doch fürs Erste schulde ich auch euch etwas. Ohne eure Hilfe wäre die Drachengarde nie auferstanden. Wir hatten mehr Erfolg, als ich je gehofft hätte. Nehmt dies und wisset, dass es hier immer einen Platz für euch gibt. Wir haben einen erfüllten Torso erhalten vom Set Drachengarde Elite und einen Fertigkeitspunkt. Wir haben es geschafft, meine Freundin. Wir haben die Drachengarde neu gegründet und Karl Grontid ein Ende bereitet. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ich habe noch einen letzten Gefallen, um den ich bitten müsste. Es geht um Nafalar. Was ist mit Nafalar? Er kehrte kurz nach uns zurück, doch er verhält sich seltsam. Er will nicht mit mir sprechen. Er will mir nicht sagen, was dort oben geschehen ist. Nachdem Tarn... Er vertraut euch. Könntet ihr für mich nach ihm sehen? Wo ist Nafalar? Oben, in seiner Kammer. Er scheint verstört von dem zu sein, was geschehen ist. Sprecht mit ihm. Findet heraus, was auf Drachenholm vorgefallen ist, nachdem wir weg waren. Ich werde mit Nafalar sprechen. Sprecht mit Nafalar. Hört euch an, ob er Licht auf die letzten Geschehnisse dort oben werfen kann. Und sprecht mit den anderen Mitgliedern der Drachengarde, falls ihr Zeit habt. Sie alle wollen einen Augenblick Zeit mit der Heldin von Drachenholm verbringen. Die Heldin von Drachenholm? Sajis Worte, nicht meine. Oh, ihr habt wunderbare Dinge in eurer Zeit bei uns erreicht. Lat Vulon, Karl Grontid. Doch solche Titel bedeuten Bewunderern mehr als den Bewunderten. Unsere Drachengarde ist jung. Soll sie ihre Helden haben? Ja. Als wir sahen, wie die Insel auseinanderzubrechen begann, konnte ich Saji und Kaska gerade noch so davon abhalten, in die Sprung zu hüpfen und loszusegeln, um euch aus dem Meer zu fischen. Könnt ihr euch das vorstellen? Navigieren zu wollen, während Teile der Insel herunterregnen? Ich schätze, es ist der Gedanke, der zählt. Der Gedanke. Wisst ihr, ich habe nachgedacht. Vielleicht bin ich nicht dafür gemacht, zur Drachengarde zu gehören. Ich fühle mich so jung im Vergleich zu Sai Sahan. So unerfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit fertig geworden wäre, auf dieser fliegenden Insel zu sein. Ihr habt euch euren Platz in der Drachengarde verdient, Aelia. Das habe ich? Ich meine, das habe ich, nicht wahr? Und ich habe unsere Streitkräfte hier unten befehligt, während ihr und Sai dort oben wart. Ihr wisst einfach immer, was man sagen muss, oder? Vielen Dank, meine Freundin. Ich werde daran denken, während ich danach strebe, mehr Erfahrung zu sammeln. Viel Glück bei allem, Aelia. Wisst ihr, es gefällt mir wirklich, ein Teil von all dem zu sein. Aelia von der Drachengarde. Ich werde euch und Sai Sahan stolz machen. Also kein Wort mehr darüber, die Drachengarde zu verlassen, ja? Nein, das war nur ein Anflug von Zweifel. Doch ihr habt mir den Kopf gerade gerückt und ich werde meine Berufung sehr ernst nehmen. Ich gehe dahin, wo auch immer die Drachengarde mich braucht. Ich werde auch nach Senschal zurückkehren und meinen Vater besuchen. Das zumindest schulde ich ihm. Ja, er hat uns ja auch öfter mal besucht. Beim nächsten Drachen will Saji nicht zurückgelassen werden. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ihr vorgeprescht werdet, um Lat Vulon herauszufordern. Nun kommt schon, Aelia. Der Kapitän muss stets auf taktischer Distanz bleiben. Taktische Distanz? Genau. Saji handelt immer besonnen. Diese Drachengarde, sie ist gut. Aber man muss noch ein bisschen an ihr arbeiten. Zum Glück hat Sai Sahan mich, damit ich diesem traurigen Haufen noch ein wenig Vernunft einbläuen kann. Die macht mir Angst. Was meint ihr? Die Arbeit, die Mission. Wir mögen sozusagen die Clanmütter der Drachen ausgeschaltet haben. Doch es müssen noch viele niedere Drachen beseitigt werden.
Dafür muss die Drachengarde kämpfen lernen. Und kämpfen, das ist meine Spezialität. Ihr plant also, bei der Drachengarde zu bleiben? So lange, wie man mich dort haben will. Mich und Kapitän Saji. Ehrlich gesagt schlägt sich der Bärtige gut im Kampf. Ich glaube, ich könnte dabei auch das eine oder andere von ihm lernen. Es ist also das Beste für alle, wenn wir hier erstmal den Anker werfen. Ich glaube, ihr habt recht, Kaska. Dieser bedauert, dass er den ganzen Trubel auf Drachenholm verpasst hat. Saji erwartet aber, dass er beim nächsten Sturmangriff auf eine schwebende Insel dabei ist, ja? Habt ihr euch wirklich entschieden, euer altes Leben hinter euch zu lassen, Saji? Das Schmuggeln? Die Piraterie? Das Trinken? Dieser hat sie fallen lassen wie einen heißen Süßkringel. Also abgesehen vom Trinken. Mhm. Ihr genießt es also, Mitglied der Drachengarde zu sein? Saji wollte immer ein Held sein. Die Drachengarde gibt Saji nun die Gelegenheit, etwas Wichtiges mit seinem Leben anzustellen. Etwas Gutes. Doch wir sollten feiern. Nicht die Entscheidungen bedenken, die uns an diesen Punkt geführt haben. Zumindest nicht, solange wir noch nüchtern sind. Es freut mich, dass ihr euch nicht ganz und gar geändert habt, Saji. Saji glaubt trotzdem, dass eine Feier angebracht ist. Vielleicht erwähnt er es gegenüber der edlen Königin von Anikina. Ah, sie muss genug Gold haben, um ein ordentliches Fest auszurichten. Habt ihr abgesehen von einer Feier noch andere Pläne für die Zukunft, Saji? Es müssen immer noch Drachen erledigt werden. Und die Drachengarde wird noch mehr Schiffe brauchen. Eine ganze Flotte von ihnen. Dann wird Kapitän Saji auch einen höheren Rang bekleiden. Was haltet ihr von Admiral Saji, ja? Admiral ist schon jemand, deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück. So, dann jetzt noch auf zu Nafala, so. Sprich mit mir. Ah, Maskenträgerin. Ich sehe mich in meinem Zuhause um und entdecke reges Treiben. Die Schergen des Bärtigen. Sie huschen umher wie die Ameisen über den Mondzucker. Das ärgert mich. Was ist am Ende auf Drachenholm geschehen, Nafala? Der Kampfmagier wollte die Energie in den Äonensteinen bändigen, damit die Entfesselung der Magie sich nur auf die zerfallende Insel auswirken kann. Ich habe ihm geholfen, dieses Ziel zu erreichen, ehe ich hierher zurückkehrte. Und Abnotan? Ist er auch der Zerstörung der Insel entkommen? Ich weiß es nicht. Der Kampfmagier war schwach und erschöpft, doch er weigerte sich aufzugeben. Er wollte euch retten und dieses Land. Ich verlieh ihm genug von meiner Macht, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem er geholfen hatte, Karl Grontit aufzuhalten. Was hat Karl Grontit wirklich zu erreichen versucht? Ich kann euch nur sagen, was Karl Grontit geglaubt hat. Er glaubte, dass er mit genügend Macht als neuer Mond in den Himmel hätte aufsteigen können. Als neuer Gott, der Akatosh herausfordern kann. Ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, er musste aufgehalten werden. Was mich angeht, wird es Zeit, weiterzuziehen. Seid ihr froh, dass Karl Grontit tot ist? Froh? Dass eine so prächtige Kreatur wie Karl Grontit ausgelöscht werden musste? Nein, Maskenträgerin. Ich bin enttäuscht, dass es so weit kommen musste. Dass Karl Grontit uns zum Eingreifen gezwungen hat. Er war gefährlich. Also beendeten wir die Gefahr. Und nun muss ich aufbrechen.
Wo wollt ihr hin, Nafala? Wohin auch immer meine Flügel mich tragen, Maskenträgerin. Ich muss den richtigen Augenblick abwarten, wenn mein Eingreifen das nächste Mal gebraucht wird. Es tut gut zu sehen, dass wir zusammenarbeiten können, Sterbliche. Ich werde mich daran erinnern. Und nun lebt wohl. Leb wohl, Nafala. Vielleicht treffen wir uns wieder, Maskenträgerin. Die Welt ist eher klein. Und keine Sorge wegen der Maske. Wie ich wird sie einfach abwarten, bis sie wieder gebraucht wird. Sagt es der Drachengarde. Sie hat meinen Respekt. Ja, ich glaube, jemand hat das schon mitbekommen. Ich habe die Schwingen gehört. Nafala hat uns verlassen. Das ist wahrscheinlich alles in allem das Beste so. Wart ihr in der Lage, ihn dazu zu bringen, euch zu erzählen, was auf Drachenholm geschehen ist, bevor die Insel völlig auseinanderbrach? Er half Tan, die Explosion einzudämmen. Sie haben Tamriel gerettet. Doch er wusste nicht, welches Schicksal Tan ereilt hat. Tan ist ein zäher alter Ziegenbock. Wenn man das irgendwie überleben konnte, dann hat er es geschafft. Ich glaube nur, diesmal gab es kein Entkommen. Oh, ich hätte es fast vergessen. Königin Kamira hat nach uns verlangt. Sie will uns sehen. Uns alle. In Senschal. Hat Kamira sonst noch etwas gesagt? Sie hat sich eher kryptisch ausgedrückt. Aber ich glaube, sie möchte eine Feier abhalten. Zu Ehren der Drachengarde und unserer Erfolge. Doch vorher will sie noch mit euch sprechen. Ihr findet sie im Palast von Senschal. Ich werde Kamira in Senschal aufsuchen. Königin Kamira hat mich beeindruckt, meine Freundin. Nicht jeder Herrscher bringt sich zum Wohl seines Volkes bereitwillig in Gefahr. Tamriel könnte ein ganzes Dutzend wie sie gebrauchen. Kamira hat die gesamte Drachengarde nach Senschal eingeladen? Das hat sie getan. Wir folgen ihrem Ruf in Kürze. Um einen guten Eindruck zu machen, muss die Drachengarde darauf vorbereitet sein. Ich werde Saji und Kaska erklären, welchen Protokollen sie folgen und welche Sittenregeln sie einhalten müssen. Hoffentlich bleibt etwas von dem hängen, was ich Ihnen erzähle. Ja, das können wir nur hoffen. Dann werde ich jetzt zum Palast gehen und wir sehen uns direkt dort wieder. So, ach, da ist sie schon. Nee. Wie können wir euch beschützen, Königin, wenn ihr uns immer wieder zurücklasst? Ich bin doch kein zerbrechliches Kätzchen, Samarak. Meine Pflichten haben stets Vorrang. Moment, ich muss erstmal mit Catwell sprechen. Was für ein erstaunlicher Zufall, euch hier so zu treffen. Wie geht es meiner hochgeschätzten Freundin? Ich habe euch nicht mehr gesehen, seit wir eine Krone auf das Haupt der schönen Katzendame Kamira setzten. Wo wir gerade von Kronen sprechen, habt ihr zufällig gesehen, wo ich meinen Hut hingelegt habe? Catwell, mit euch hätte ich hier gar nicht gerechnet. Ich finde mich auch nur selten dort wieder, wo ich zu sein erwartet hätte. Eines der großen Mysterien des Lebens, möchte ich fast sagen. Meine Portale bringen mich meist dorthin, wo ich gebraucht werde. Ob ich das nun gleich erkenne oder nicht. Recht praktisch, wenn auch gelegentlich etwas verstörend. Was habt ihr so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Vor allem Letzteres, nicht so sehr Ersteres. Ich habe ein paar Aufgaben für Königin Kamira erledigt, Abnur-Tan besucht, sogar einen oder zwei Drachen ausgeschaltet, die kleineren. Nichts allzu Beeindruckendes. Was ist mit dem Haus, das ihr in Kalthafen bauen wolltet? Wie nett, dass ihr euch daran erinnert. Die Skampen arbeiten Tag und Nacht, um es fertigzustellen. Bald wird es der perfekte Rückzugsort, wo man nach all den Questen und dem Draufgängertum mal zur Ruhe kommt. Ihr müsst mich besuchen, wenn ihr das nächste Mal die Ebenen im Reich des Vergessens bereist. Ach, das erinnert mich daran, dass ich seit Ewigkeiten dieses Haus mal machen wollte. Das ist nämlich auch genau dort. Ah,
5 Kralle. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, während ich mich um meine königlichen Beschützer kümmere. Ach, das waren die Beschützer, die sie nicht gefunden haben. Was soll ich tun? Ihr müsst mich bei dem kaiserlichen General Renmus vertreten. Ihr kennt mein Ziel, die Konföderation von Elsweir neu zu gründen und eine China mit Pelitine wieder zu vereinen. Angesichts ihrer Dienste will ich den Schilden von Senschal einen Platz in diesem wiederhergestellten Königreich anbieten. Und ihr wollt, dass ich dem General dieses Angebot unterbreite? Unbedingt. Es gibt niemand anderen, dem ich eine derart heikle Verhandlung anvertrauen würde. General Renmus weiß schon, dass so ein Angebot im Raum steht. Ich möchte, dass ihr ihm dieses Angebot offiziell unterbreitet und herausfindet, was er denkt. Nun gut, in der Richtung wollen wir das doch mal tun. Wie soll ich denn überhaupt etwas schaffen bei diesen ständigen Störungen? Entschuldigung. Ah, ihr seid es. So wie ich das gehört habe, müssen wir euch dafür danken, dass der Drache aufgehalten und die schwebende Insel beseitigt wurde, ja? Hab Dank. Doch was führt euch gerade jetzt in mein Arbeitszimmer? Königin Kamira hat mich entsandt, den Schilden eine Position in der wiedereingesetzten Konföderation von Elsweyr anzubieten. Also, Anekina will Pelitine zur Rettung kommen? Wir haben uns ganz gut allein geschlagen, nur damit ihr es wisst. Ach, wem mache ich da etwas vor? Die Schilde haben nur durch Glück und Hartnäckigkeit durchgehalten. Und dann kamen die Drachen. Königin Kamira will nur helfen. Meine Soldaten und ich haben dem Kaiserreich einen Eid geschworen. Wenn wir diesen Eid verraten und der Königin von Kremten dienen, was sagt das über unsere Ergebenheit und Treue? Ich bin wohl zwischen Stolz und Ehre hin und her gerissen. Was denkt ihr, Drachengardistin? Nehmt das Angebot der Königin an. Senschal braucht die Schilde und die Schilde brauchen Unterstützung. Ihr merkt da etwas Wichtiges an. Das Kaiserreich existiert nicht mehr, aber Senschal braucht uns immer noch. Es wäre ehrlos, uns von diesem Dienst abzuwenden. Wohlan denn. Für Senschal und sein Volk werden wir Königin Kamiras Angebot annehmen. Viel Glück, General Renmus. Vater, entschuldigt die Unterbrechung, aber die Zeremonie beginnt gleich. Perfekt. Und Aelia, ich habe Königin Kamiras Angebot angenommen. Wir werden helfen, die Konföderation von Elsweyr wieder aufzubauen. Das sind hervorragende Neuigkeiten, Vater. Senschal braucht die Schilde und die Schilde brauchen die Unterstützung eines Monarchen. Nun kommt mit, wir müssen euch alle zu dieser Zeremonie bringen. Wie ihr wünscht, Vater. Gut, Moment, ist das der Ausgang hier? Ja. Seht her, hier kommt Karl Grundtits schlechter Reden. Ja. Das bin alle ich. 7 von ihnen. Ich hatte euch gesagt, ihr sollt vorsichtig mit dem Pflaumenschnaps sein. 5 Kralle, bitte kommt hierher. Steht ihr hier alle wegen mir? Das ist aber lieb. Meine teuerste Freundin, ihr müsst euren Platz unter den anderen Drachengardisten einnehmen. Die Zeremonie kann erst beginnen, wenn alle, die ich zu Ehren gedenke, an Ort und Stelle sind. Ist das alles wirklich nötig? Prunk und Pomp sind eine nötige Komponente jeder Zeremonie. Die Massen verlangen das. Außerdem will ich die Leistungen der Drachengarde ehren, darunter auch eure. Nehmt diese Belohnung und lächelt, 5 Kralle. Wir fangen gleich an. Wir haben eine kräftige Halskette vom Set Verteidiger von Senschal bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Bewohner von Senschal, lasst uns die Mühen der Drachengarde anerkennen. Sie hat Elsweyr vor dem Zorn der Drachen gerettet. Lasst uns zunächst die Köpfe senken und ab nur Taren gedenken, der sein Leben gab, um Tamriel zu retten. Zudem
bereitet es mir große Freude, die Rückkehr von Sai-Sahan und der Drachengarde zu verkünden. Mögen sie stets über uns wachen. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, Königin Kamira. Und schließlich möchte ich mit euch allen meine Freundinnen und Champion ehren, die die Bedrohung durch Kalgrantid ein für allemal beendet hat. 4 hoch auf 5, Kralle! 4 hoch auf die Drachengarde! Bier? Nein, Saji hatte schon mehr als genug. Danke vielmals. Die Drachen sollen mich holen. Ja, ich denke, das waren dann hier die letzten Worte. Aber vielleicht können wir mit unseren Freunden nochmal sprechen. Können wir mit ihr auch nochmal sprechen jetzt? Ja. Ich wünschte, ich könnte eine Verlautbarung herausgeben und so unsere sämtlichen Probleme lösen. Doch so geht es leider nicht. Fürs Erste feiern wir. Danach müssen wir zurück an die Arbeit. Drachen, die Wiedervereinigung von Anekina und Pelitine, der Neuaufbau der Versorgungslinien. Es gibt so viel zu tun. Klingt, als würdet ihr schwer beschäftigt sein, Kamira. Ich schätze schon, doch ich werde nicht vergessen, was ihr für ganz Elsweyr getan habt, meine Freundin. Ihr und Abnur-Tan. Vielleicht hat der alte Kampfmagier eine Statue verdient? Darüber werde ich nachdenken, wenn ich mich gerade einmal nicht um die laufenden Staatsgeschäfte kümmere. Ja, irgendwie hätte er schon eine verdient. Oder irgendwie, glaube ich, würde ihm das doch ganz gut gefallen. Samarak vermutet, dass wir oft zwischen Krempin und Senschal hin und her reisen werden. Königin Kamira mag es nicht sehr, einfach nur Tag ein, Tag aus auf ihrem Thron herumzusitzen. Es ist gut, dass Samarak seine Übungen nie vernachlässigt hat. Ich habe alles darüber gehört, was mit dieser räudigen Bestie Kalgrantid geschehen ist. Gut gemacht, meine Freundin. Ich wünschte nur, ich hätte mich euch anschließen können. Das klingt wirklich nach einer würdigen Queste. Leider musste ich einen dädrischen Fürsten wegen eines geistberaubten Pferds treffen. Ja, im Endeffekt kann man da jetzt nur noch mal das Gleiche mit ihm besprechen. Schade eigentlich. Ich dachte, er hätte noch mal einen neuen Text. Ach, der ist auch da. Ihr habt es wieder einmal geschafft, Champion von Anekina. Fast bin ich versucht, meinen Posten zu verlassen und euch hinterherzulaufen. Nur um zu sehen, in welches Abenteuer ihr als nächstes verstrickt werdet. Fast. Ich kann dir gerne einen Brief schreiben, Carlo. Ist das Kaska da hinten? Nee, da ist sie, ne? Ich wollte gerade sagen, die sieht doch hier... Von der Grubenkämpferin zur Piratin, zu einer Person, die von der Königin von Krempen geehrt wird. Kaska platzt gleich vor Freude. Falls ihr je meine Hilfe braucht, Wanderin, so zögert nicht, mich darum zu bitten. Saji, mit dir alles in Ordnung? Übrigens ein geiler Ausblick hier so. Auf den Hafen. Ist die Zeremonie vorbei? Hat Saji einen Orden bekommen? Saji wollte immer einen Orden. Ich glaube, diese Trauerkatze lassen wir lieber mal alleine. Was für eine bewegende Zeremonie. Ich fühle mich geehrt, dass ich von der Königin, geehrt wurde. Nun, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie redet die genauso wie, Evelyn. Ich muss den Hofhistoriker der Königin finden. Ich will mich vergewissern, dass es Sajis Misstritte nicht in die offiziellen Chroniken schaffen. Was kommt als nächstes für Sai-Sahan? Die Drachengarde muss noch immer viel lernen. Und es gibt immer noch Drachen, um die man sich kümmern muss. Danach muss ich meine Schneelilie finden, damit Lyris weiß, dass es mir gut geht. Ihr würdet nicht glauben, wie sehr ich diese schöne Halbriesin vermisse. Nur doch, das glaube ich dir sofort, Sai. Das glaube ich dir sofort. Ja, und er möchte sie zwar wiedersehen, aber so viel kann ich euch schon mal verraten. Wir werden sie bald wiedersehen.
Wir werden uns nämlich in der nächsten Folge aufmachen zum westlichen Himmelsrand. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab noch eine Quest, die wir machen müssen. Oder machen können, optional. Ein Prolog, um ins westliche Himmelsrand zu kommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also werden wir uns in der nächsten Folge entweder zum Prolog zum westlichen Himmelsrand wiedersehen oder direkt im westlichen Himmelsrand. Ich muss nochmal nachschauen. Ich sag dann erstmal vielen Dank bisher fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.